Hallo, Schatz. Hallo. Schön, dass du schon da bist. Ja, ich muss noch ein paar Unterlagen holen, aber dann bin ich auch schon fertig. Das ist der Vorteil, wenn man einen Geschäftspartner hat. Du hast früher Feierabend. Wie man es nimmt, ja. So, du kannst doch jetzt Arbeit abgeben. Kann es sein, dass du dich gerade mit Maxim unterhalten hast? Also, ich finde, ihr beide könntet ruhig enger zusammenarbeiten. Die Idee mit dem zweiten Stern, die finde ich gut. Sowas lässt sich leider nicht aus dem Ärmel schütteln. Das hat Vorteile, ja. Aber leider auch jede Menge Nachteile. Kann das sein, dass du gegen die Idee bist, weil sie von Maxim und Robert kommt? Absolut nicht. Das ist ein finanzielles Problem. Wir müssen das Küchenpersonal aufstocken, wir müssen das Servicepersonal aufstocken. Jede Menge Neuanschaffungen in der Küche. Ja, schon, aber sind denn diese ganzen Investitionen nicht wieder mit dem Hotelbetrieb reinzuholen? Naja, nicht so schnell. Außerdem, es muss nur ein Restaurantkritiker kommen und einen schlechten Tag erwischen und dann sind wir den zweiten Stern wieder los. Ach komm, so einfach geht das doch nicht. Doch, leider schon. Und das würde einen fatalen Abstieg bedeuten. Dann lieber nur einen Stern und richtig glänzen. Ja, trotzdem, es ist Roberts Bereich. Und ich finde, du solltest darin investieren. Schließlich wurde er schon um seine Hotelanteile gebracht. Es wäre nur der faire Ausgleich. Glaub mir, ich würde es Robert zuliebe sofort tun, aber das könnte fatal sein. Du übertreibst. Aber unsere Stammgäste, die könnten vielleicht nicht damit klarkommen, dass das ein Zwei-Sterne-Restaurant ist. Dieser ganze Luxus, die Kellner, die sie umschweren. Und für die Neukunden könnte es zu teuer werden. Aber viele Gäste, die suchen auch das Exklusive. Sicher. Aber ich kenne einige Restaurants, die den zweiten Stern zurückgegeben haben. Der war für die mehr Fluch als Segen. Wie willst du dich entscheiden? Noch gar nicht. So, ich muss runter. Ich habe diese Unterlagen noch zu bearbeiten. Ja? Wir sehen uns später. Ciao. Kann ich noch einen Tee haben? Gerne. Hallo. Hallo. Darf ich mich zu dir setzen? Schöner Abend, wollte ich sagen. Und du? Ein schöner Platz. Hast du gar nicht gedacht. Kannst du Gedanken lesen? Ein bisschen vielleicht. Ich wollte mich für dich entschuldigen. Es tut mir leid, dieser Streit wegen Patrick Lindner. Das hätte nicht sein müssen. Völlig unnötig. Stimmt. Aber ein Gutes hatte die Sache. Roberts Ehrgeiz ist wirklich angestachelt. Ja. Er hat gute Ideen für die Küche. Mhm. Hat er mit dir gesprochen? Über den Stern? Ja, hat er. Nicht nur er. Irgendwie scheint sich keine Gedanken zu machen, dass das Ganze was kostet. Ich kenne Restaurants, die haben den zweiten Stern wieder abgegeben, weil der Druck zu groß wurde. Komm, hier ist. Ein zweiter Stern bedeutet Publicity, mehr Gäste. Ja, nicht nur, leider. Denk doch mal an Robert. Für den wäre das die Erfüllung eines Traums. Was glaubst du eigentlich? Ich kann doch nicht so ein finanzielles Risiko eingehen, um das Ego meines Bruders zu befriedigen. Entschuldige. Gut. Mit anderen Worten, halte ich da raus? Du hast vom Gastronomiegeschäft keine Ahnung, oder was? So habe ich das nicht gemeint. Entschuldige, das war jetzt zu hart. Ja, dann sag einfach, wie du es meinst. Kannst du nicht morgen weitermachen? Ja. Du hast ja recht. Es ist auch schon spät. Willst du einen Tee? Gerne, ja. Was für eine Sorte? Ist mir eigentlich egal. Ich
hätte einen neuen Früchtetee. Wollen wir den probieren? Klar. Ist alles in Ordnung? Bitte? Ja, ja, alles in Ordnung. Du siehst aber gar nicht so aus. Alexander, ich sehe doch, dass sich was beschäftigt. Komm, wir wollten doch keine Geheimnisse mehr voreinander haben. Es ist nur wegen Robert, wegen dieser Entscheidung, wegen dem zweiten Stern. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich würde dir ja gern helfen, aber ich fürchte, wenn ich mich einmische, dann wird das Problem noch größer. Du bist eine klasse Frau, weißt du das? Dich gar nicht verdient. Ich gebe mein Bestes. Alexander hat sich verändert. Er ist ein kalkulierender, kompromissloser Geschäftsmann geworden. Trägt jetzt zwar eine größere Verantwortung, aber mir gegenüber muss er sich doch nicht so aufspielen. Der zweite Stern wäre einfach wunderbar. Und auf das kreative Duell beim Kochen mit Robert würde ich mich besonders freuen. Wie damals beim Concours de la Cuisine. Ich verstehe Alexander nicht. Seine Argumente waren so trocken und so verdammt vernünftig. So, Omi, jetzt lass mal wirken, dein Antidepressionsrezept. Frag mich, was sie dazu sagen würde, dass Alexander mein Bruder ist und ich ihn immer noch... Trotzdem... Boah, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Also Punkt 1. Der Umsatz auf die verschiedenen Bereiche aufgesplittet. Dein Restaurant erwirtschaftet im Moment 25%. Richtig. Die Bar macht 12%, der Laden 5%, der Wellnessbereich macht 6%, beinahe 6%. Gut. Das Hotel als umsatzstärkster Bereich macht genau 52%. Genau. Punkt 2. Die zu erwartenden Kosten für diesen zweiten Stern, falls du und Laura es überhaupt schafft. Was soll denn das heißen? Die Kosten fürs Personal verdoppeln sich, sowohl in der Küche als auch im Restaurant. Das hast du schon erwähnt. Die Kosten für die Lebensmittel steigen, da habe ich eine vorläufige Schätzung eingetragen. Es wird dich auch nicht mehr kosten als früher. Ich war noch nicht fertig, Robert. Zu guter Letzt die Neuanschaffungen für die Küche, die sind auch nicht gerade billig. Sag's doch einfach. Sag's doch einfach. Du gönnst mir den Erfolg nicht. Darum geht es nicht, Robert, wirklich nicht. Es geht hier um Zahlen. Aber mit Zahlen koche ich nicht. Aber Zahlen können dir schlaflose Nächte bereiten. Mir nicht. Spätestens, wenn wir diesen zweiten Stern wieder abgeben müssen, wirst du Albträume haben, mein Lieber. Wer sagt denn, dass wir den Stern wieder verlieren? Immer der Druck, diesen Stern zu halten, ist so groß, dass uns Geld fehlen wird fürs gesamte Hotel. Aber das ist dein Bereich. Eben. Kommen wir zu Punkt 3. Eine Liste all jener Restaurants, die den zweiten Stern wieder abgeben mussten. Die Gründe dafür sind immer wieder dieselben. Das sind die hohen Kosten, das ist der Stress, kleine Fehler im Alltagsbereich. Die Verluste danach sind verheerend. Mann, du hast echt Talent, einem die Stimmung zu vermiesen. Robert, bei der Verteilung der Hotelanteile bist du leer ausgegangen. Was hat denn das jetzt mit meinem Stern für die Küche zu tun? Ich denke, es wäre nur ein fairer Ausgleich. Im Klartext? Ich glaube an dein Talent als Koch. Wirklich. Und ich will nicht, dass du dich ungerecht behandelt fühlst. Auch wenn es der größte Fehler ist, den ich je gemacht habe, ich wünsche dir viel Glück bei der Eroberung des zweiten Sterns. Du wirst es nicht bereuen. Sie kennen ja Ihre Aufgaben. Natürlich. Und Sie kümmern sich bitte um die anderen Tische. Jawohl, Herr. Danke Ihnen. Lars, kann ich mal was an dir testen, bitte? Immer. Alles und jederzeit. Kannst du mal einen süßen Kuss probieren? Ich habe da eine Variation ausprobiert und hätte gern mal... Hast du Chili reingetan, um mich zu ärgern? Jetzt bleib doch einmal ernst und probier. Schlimm? Mann!
Jetzt sag mir doch bitte mal deine ehrliche Meinung. Meine ehrliche Meinung? Ein realer Kuss wäre mir lieber gewesen. Mit all seinen Varianten. Ist das Thema nicht langsam mal durch? Solange es keinen Rivalen gibt, bleibe ich am Ball. Wie hat's dir geschmeckt? Oder gibt es etwa jemanden? Ich wollte eigentlich an dir eine Praline ausprobieren und nicht mit dir über mein Liebesleben diskutieren. Warum denn nicht? Wenn du nichts zu verbergen hast, können wir doch darüber reden. Okay, wenn du mir nicht helfen willst, suche ich mir einfach einen anderen Pralinentester. Jetzt warte doch, Laura. Die Praline hat mir geschmeckt. Ich weiß bloß nicht, ob sie mir vorher oder nachher besser geschmeckt haben. Gut, ich habe nämlich Ingwer angetan. Verträgt sich eigentlich überhaupt nicht mit den anderen Zutaten, aber ich glaube, es hat sich gelohnt, ne? Du? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Ich höre deine Stimme, aber nicht dein Herz. Wo ist es geblieben? Also, danke fürs Testen. Ich muss weitermachen. Ist es immer noch verletzt? Immer noch Alexander? Laura, er ist dein Bruder. Wie lange soll es denn noch so weitergehen? Es ist schwer, oder? Oh, es ist schön. Ob ich noch Zeit zum Spazierengehen habe, wenn wir erstmal einen zweiten Stern haben? Das wäre schon eine Herausforderung. Robert ist auch richtig begeistert. Ich brauche unbedingt Ablenkung vom Thema Alexander. Dafür wäre das gemeinsame Kochen mit Robert genau das Richtige. Oh Gott, bin ich dem Stress überhaupt gewachsen? Laura, hallo. Ah, ich genieße das Panorama und die Wintersonne. Wir leben doch hier wie im Paradies, nicht wahr? Bist du ja so nachdenklich, hast du was? Mm-mm. Sag mal, hast du schon von Roberts Idee gehört? Nee, was für eine Idee? Robert hat Alexander vorgeschlagen, fürs Restaurant einen zweiten Stern zu erkochen mit meiner Hilfe. Aha. Alexander ist nicht so begeistert. Was hältst denn du davon? Ja, also für dich und Robert wäre das ein großartiger Schritt nach vorne. Aber es geht ja nicht nur um die Vorbereitung zu einem Wettbewerb. Ja, das ist mir schon klar. Deswegen kann ich Alexanders Bedenken verstehen. Er ist ein begabter und fähiger Geschäftsmann. Die gesamten Investitionen für einen zweiten Stern sind ein großes Risiko für das Hotel. Ja, das sagt er auch. Und noch teurer wird es, den gehobenen Standard zu halten. Und sollte der Stern verloren gehen, was öfter passiert, als man glaubt, ist das ein enormer Imageverlust. Ja, fürs Hotel und fürs Restaurant. Genau. Wo das Hotel in den meisten Fällen den Schaden wieder aufhängt. Okay, gut. Das würde bedeuten, dass Alexander für Robert den Kopf hinhalten muss. Mhm. Deswegen suchen viele Sterne-Restaurants die Partnerschaft oder Kooperation mit einem Hotel. Aus Sicherheitsgründen. Das klingt schon alles ganz schön riskant. Allerdings. Ich dachte, Alexander ist übertrieben buchhalterisch. Was er auch ist. Und was er als guter Hotelmanager auch weiterhin sein sollte. Wir brauchen monatelang für die Vorbereitung. Hör mal, wir haben eine Glanzleistung mit dem Konkurs hingelegt, aber wir müssen noch besser werden. Nee, aber vielleicht übernehmen wir uns ja mit dem Ganzen noch ein bisschen. Ich dachte, du warst so begeistert von der Idee. Hat dir etwa Alexander diesen Floh ins Ohr gesetzt? Wenn Alexander mit der Idee nicht einverstanden ist, dann wird es schwierig mit der Umsetzung. Er stimmt dazu, er hat aber seine Bedenken. Und jetzt steckt er mein ganzes Personal mit seinen Zweifeln an. Wollten wir nicht der neue Stern am Gourmet-Himmel werden? Wollten wir uns nicht selbst und unsere Leistungen übertreffen? Als unschlagbares Team? Kann ich mich auf dich verlassen? Ich lasse dich nicht im Stich.